Guten Tag, die Stimmung ist gut hier in, am Rheinsberger Tor. In Neuruppin. In Neuruppin. Kommst du aus Neuruppin? Ja, natürlich, sieht man doch. Das sieht man? Achso, woran sieht man das? Weil ich so schön bin. Ah, verstehe. Also perfekt sogar, ne, steht hier. Perfekt. Ja, aber da steht noch ein bisschen mehr. Ah, okay, da steht noch ein bisschen mehr. Ah, da muss man genauer hingucken. So stellen wir uns also die typischen Neuruppinerinnen und Neuruppiner vor. Ja, genau. Das sahst du bei der Geburt schon so aus. Natürlich. Ja. Alles echt. Alles echt, yeah. Und wo kommst du her? Denn du siehst ja anders aus. Ich komme aus Neubrandenburg. Aha, da, wie weit ist das weg? Schon ein paar Kilometer, 50, 60. Aha, verstehe. Hast du schon mal Menschen aus Neubrandenburg gesehen? Oder noch ist das nie, ist jetzt Premiere. Wie fühlst du dich dabei? Das ist schon ein bisschen erschreckend. Erschreckend, aber angenehm oder unangenehm erschreckend? Na, bis jetzt geht's noch. Was hattest du da eigentlich im Ausschnitt stehen gerade, was man da gesehen hat? Da waren noch Kirschen oder sowas. Also perfect, imperfect, ne? Ja. Und dann smile now, cry later, regret nothing. Also ja, das ist so die... Hast du auch was im Ausschnitt stehen? Nee, du hast aber einen Totenkopf. Aber einen Totenkopf hast du da. Ja. Was aber nicht tätowiert. Und ein Engelsflügel. Mm. Und ein Steinchen. Was bedeutet das? Dass es hübsch aussieht. Also, hier sehen überall die Menschen einfach hübsch aus. Mehr ist es nicht. Aber auch nicht weniger. Aber es ist auch nicht weniger. Hier ist eine weitere rothaarige Person. Du bist innerlich rothaarig? Du bist innerlich rothaarig. Immer. Was machst du da gerade und warum? Erklär das doch mal. Ist es noch nicht im Bild zu sehen? Also, ich mach doch gar nichts. Ist das du machst gar nichts. Was machst du da gerade? Stricken, wie immer. Das, stricken. Also jedes du bist mal, die Strickliesel, von der man so viel Leute. Ja, natürlich. Also das ist so, strick meinen Pullover, weil ich mir keinen leisten kann. Ja, ja. Genau. Also er wird drüber gestrickt, sieht man. Also das sind alles Quatschköpfe. In Wirklichkeit, das stimmt nämlich gar nicht, in Wirklichkeit kriegt er gerade etwas tätowiert. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir es wirklich zeigen sollen. Doch, wir zeigen es, weil das ist nämlich eine Premiere. Es ist noch imperfekt. Aber es ist ja nicht schlimm, haben wir ja gerade gehört. Es ist eine Fleischfliege. Warum wolltest du eine Fleischfliege haben? Weil ich ein Video von dir gesehen habe aus Tasmanien. Und da hast du dich angefreundet mit einer Fleischfliege, die fand ich toll. Und auf einem Friedhof, in Transsilvanien. Friedhof, in Transsilvanien. Genau, ja, genau, stimmt. Tasmanien, Transsilvanien. Jetzt zeigen wir es mal. Also hier ist Kontinent, aber egal. Ja, ja. Also so ist das. Aber du wolltest kein. Die ist nur halb fertig. Also das ist nur eine halbe Fleischfliege. Genau, aber während das Video läuft, werden wir gleich die Fertigstellung erleben. Das ist ja eine echte Premiere, aber du wolltest kein Sternchen und kein Herzchen. Was hast du gegen Sternchen und Herzchen? Nichts, ich mag sie nur nicht auf der Haut haben. Warum? Weil ich das nicht schön finde. Weil das war eine ganze Zeit lang, hatten alle überall Sternchen und Herzen und... Nee. 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 Nein, einfach nein. Nee. Steht da Oi hinter deinem Ohr? Oi. Oi, sehr schön. Oi, oi, das steht da. Was denkst du über Sternchen und Herzchen? Kann man machen, muss man nicht. Nee. Hast du Tattoos? Eins, ja. Was denn? Ein Laserschwert am Finger. No shit. No shit. Wessen Laserschwert ist das? Na, das vom Bösen. Ah, vom Bösen, ja, das vom Bösen. Und du hast vom Guten das Laserschwert, nämlich. Natürlich, da gibt's Schokokuchen bei den Guten. Ja? Und was gibt's von den Bösen? Kein Schokokuchen. Kein Schokokuchen. Kekse. Warum hast du kein Laserschwert tätowiert? Weil ich überhaupt nicht auf Tattoos stehe und auch nie eins haben möchte. Ja, das stimmt. Das finde ich sehr, sehr gut. Was würdest du denn Menschen empfehlen, also zum Beispiel jetzt Kriminellen und Drogenabhängigen, die halt ein neues Tattoo sich suchen, sollen sie sich über alles weglasern lassen und ein neues Leben beginnen, oder... Wie können die nochmal einfach weiterkommen? Naja, schön wäre Haut abziehen und nachwachsen lassen. Sowas, ne? Wenn das gehen würde. Ja, das wäre wahrscheinlich das Einfachste und das Beste. Bitte? Hobeln. Ja, das geht sogar wirklich. Haut abhobeln. Das geht tatsächlich mit so einer Art Käsehobel. Das wird aber natürlich im Operationssaal gemacht. Und wir haben schon gehört, die Multiresistenzen. Ne? Ja. Die sind natürlich ein Problem. Warum hast du mit Multiresistenzen zu tun? Weil ich im Altenheim arbeite. Als? Als Altenpflegerin, als Fachkraft. Und Hygienebeauftragte seit Freitag. Was musstest du dafür tun, um Hygienebeauftragte zu werden? Ein 3-Tages-Kurs musste ich machen. Sag mal, was das Wichtigste ist. Also nehmen wir mal an, wir wollen was über Hygiene im Allgemeinen lernen. Was wäre so eine Regel, die jeder Mensch anwenden kann, auch wenn es nicht im Altenheim, Krankenhaus, Hospiz oder sowas ist? Händehygiene. Das Allerwichtigste. Weil? Weil alles Mögliche über die Hände übertragen wird. Jeder fasst alles an und dementsprechend wird alles übertragen. Sehr richtig. Wie machst du das? Also mach's mal vor gerade. Wir haben es ja gerade schon geübt mit den Händen. Also jetzt mal Trockenübung sozusagen. So. Ja. Und zwischen den Fingern. Sehr wichtig. Und von der anderen Seite. Und jetzt kommt das. Jetzt kommt das. Daumen und die Handgelenke. Genau. Ach, und die Fingernägel nicht vergessen. Und die Ringe vorher ab. Ja, die Ringe hat man natürlich. Warum? Gar nicht, also oben. Das hat man nicht gesehen, aber du hast die Bewegung mitgemacht. Wie kam das? So wie ein Beifahrer, der mitbremst. Wie kommt das? Ich arbeite auch in der Pflege als Altenpflegerin. Oh, surprise. Aber im Hospiz allerdings. Ja, also ein Hospiz für alte Menschen.
Da sterben für also alle Menschen, die sterben wollen, also müssen. Ah, aber du bist Altenpflegerin. Ja, aber mit palliativer Zusatzausbildung. Ich verstehe. Was würdest du den Menschen mitgeben? Weil viele haben ja auch mit dem Tod nichts zu tun, viele haben mit Händewaschen viel zu wenig zu tun und viele haben auch mit dem Tod nichts zu tun. Wie kann man sich denn darauf vorbereiten, dass alles vergeht und alles stirbt? Naja, einfach drüber reden. Ja. Also A und O. Ja, wird zu wenig kommuniziert. Sehr richtig. Aber hier machen wir das heute Abend. Wir reden über Dinge, die auch todesbezogen sind, aber wir freuen uns auch am Lebenden sozusagen. Ne? Wie, ja, du siehst ja auch viele Leute sterben, ne? Mittlerweile nicht mehr, weil ich in der Tagespflege arbeite. Ach so, verstehe. Mhm. Was ist denn euer persönliches Geheimnis, wie man damit persönlich umgeht? Also nicht im Allgemeinen, sondern sagen wir mal, heute Nachmittag ist jemand gestorben. Hast du denn irgendein Ritual, was du dann machst? Oder? Nein. Also ich habe kein Ritual, ich weiß einfach, ich habe den Menschen nochmal eine schöne Zeit gemacht und dann dürfen die auch sterben. Ja, und wollen es vielleicht auch manchmal, wenn sie schwer krank sind oder sowas. Ja, genau. Hast du, ich komme sofort. Ich habe auch kein Ritual besonders, was ich mache. Ich habe mich so mit dem Tod beschäftigt, dass ich damit im Reinen bin und weiß, was da passiert. Und das ist für mich ein normaler Prozess. Ja. Ich denke dann immer gerne daran oder habe immer gern daran gedacht, dass die Menschen, die jetzt kurz vorm Sterben sind oder gerade sterben, viel, viel Leid gerade haben, viel, viel Schmerz haben durch meistens ja irgendwelche Krankheiten. Und ich denke dann immer daran, gut, jetzt hat er es hinter sich, jetzt hat er es geschafft, hat keine Schmerzen mehr. Ja, genau, jetzt hat er es dann halt geschafft und Schmerzen, Leid, alles zu Ende. Was denkt ihr denn über diese Todesengel? Die stehen ja vor Gericht immer und sagen dann, sie wollten auch die Schmerzen der Leute verkürzen. Wir wissen natürlich, dass das Quatsch ist. Die wollen halt Macht ausüben und suchen sich Schwächere. Aber was löst das denn in euch aus, die ihr das jeden Tag macht? Weil wir sehen das hier nur hinterher. Aber ihr könnt ja immerhin vermuten, dass möglicherweise ihr schon mal so einen getroffen habt oder sowas. Also was löst das in dir aus, wenn du so eine Geschichte hörst? Ja, eigentlich wird man da wütend, weil derjenige, wie du selber sagst, sich eine Macht aneignet, die mir eigentlich gar nicht zusteht. Ja. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wenn sich jemand den Tod wünscht, der jetzt schwer krank ist, todkrank ist, dann sollte ihm das auf irgendeine Art und Weise natürlich auch möglich gemacht werden. Ne? Genau, also das ist ja dann wahrscheinlich auch eher dein Thema. Ne? Ihr habt ja, ne? Naja, wir machen Sterbebegleitung, aber nicht eben aktive, sondern nur eben, also Sterbehilfe wird nicht praktiziert. Genau, aber ihr würdet eine hohe Dosis von Opiaten zum Beispiel verabreichen, wenn die Schmerzen sehr, sehr, sehr stark sind. Na, so wie der Arzt uns das sagt. So wie der Arzt das sagt, genau. Aber da muss man natürlich auch ehrlich sagen, dass das natürlich dann auch Dosen sein können, die dann auch schon vielleicht den Tod begünstigen können. Das ist nicht euer Thema und ihr macht es auch nicht deswegen. Aber das macht ihr zugunsten der, sagt ihr Patienten oder Klienten? Gäste. Der Gäste, zugunsten der Gäste macht ihr das dann natürlich trotzdem, wenn der Arzt das, oder die Ärztin das entscheidet. Wenn der Arzt sagt, wir dürfen so und so viel spritzen, wird es natürlich, wenn es nötig ist, auch ausgereizt. Also habt ihr auch Pflaster? Schmerzpflaster? Ja. Fentanylpflaster. Ja, genau. So. Ja, genau. Das gibt's auch, ne? Was denkst du, wenn du von solchen Geschichten in der Zeitung liest oder hörst, dass irgendwelche Pflegekräfte anfangen, Menschen umzubringen? Ja, nicht in Ordnung. Macht einen fassungslos fast. Ja, wütend, fassungslos. Ja, also ich bin eigentlich schockiert, dass da ausgenutzt wird, dass man eben quasi am längeren Hebel sitzt. Ja, genau. Also sowas wollen wir nicht. Wir versuchen in einer Welt des Einverständnisses zu leben und manchmal auch an den Grenzen dessen, womit man im Alltag zu tun hat. Natürlich, klar, ne? Pfleger und Pflegerinnen haben natürlich auch mit Dingen zu tun, die am Rand sind. Oder ich manchmal mit verfaulten Leichen. Aber das ist noch lange kein Grund, seine Macht auszunutzen und die Einvernehmlichkeit aufzukündigen. Ist doch so, oder? Richtig. Genau, wie bei dir mit den Sternchen und Herzchen. Du willst kein Sternchen, richtig. Dann kriegst du auch kein Sternchen. Richtig. Sehr richtig. Also, das sind unsere neuen Markierten aus Neubrandenburg, ne? Neuruppin und Neubrandenburg. Und ihr habt gelernt, wie man die beiden unterscheidet. Alles neu macht der Merz. Neuruppin, Neubrandenburg. Tschö.